So, liebe Leute, das Qualifikationstraining zum großen Preis von Singapur steht an. Ja, das Training war ein bisschen durchwachsen. Platz 3 im ersten, Platz 20 im zweiten und Platz 11 im dritten freien Training sind natürlich nicht unbedingt die Ergebnisse, die ich mir erwartet hätte. Aber heute steht eigentlich so das, ja, in Anführungszeichen, unwichtigste Qualifying meiner F1-Karriere an, weil wir haben eine 65-Plätze-Quidstrafe. Nein, wir starten dann nicht von Platz 85, wenn wir dann verkacken, sondern wir starten von ganz hinten. Das ist klar. Aber jetzt erstmal der Teaser zum Großpreis von Singapur. Willkommen zurück am Marina Bay Circuit. Die hohe Luftfeuchtigkeit macht uns hier allen ebenso zu schaffen wie die Spannung. Willkommen beim Qualifying in Singapur. Diese Strecke mit ihren vielen langsamen Kurvenausgängen war schon immer eine starke Belastung für die Hinterreifen. Hier zählen sowohl die Eigenschaften des Fahrzeugs als auch der Fahrstil. Es gibt eine Reihe von langsamen Kurvenausfahrten, bei denen die Hinterreifen jede Menge Energie übertragen. Die Fahrer müssen geschickt mit dem Gas spielen, damit die Reifen nicht zu sehr durchdrehen. Sonst besteht Rutsch- und Überhitzungsgefahr und die Reifen können stark verschleißen. Genau so ist es. So, ich werde auch nur mit dem Satz Medium kaputt fahren, weil, ja, warum unnötig die Reifen an kaputt fahren? Ich war bewusst auf Gelb. Also, wie gesagt, wir werden auch nur eine gezeitete Runde fahren. Durch die Strafe ist es jetzt egal. Die starten nämlich morgen im Rennen. Auf jeden Fall ganz hinten im Rennen. Und hoffen, dass wir vielleicht doch noch irgendwie ein paar Punkte mitnehmen können. Mal gucken, wie weit es nach vorne geht. Gerade vor allem im Regen. Ich habe bewusst auch mit dem nassen, mit dem trockenen Setup, um mir hier vielleicht einen kleinen Vorteil zu holen. Weil das Rennen mit in der Mischbedingungen stattfinden. Das heißt, man kann theoretisch mit dem Trockensetup fahren. Ist der Vettel 40-3. Wir sind mit dem Medium eine Sekunde dahinter. 1,1 Sekunden hinter Sebastian Vettel. Hamilton 39er Zeit, das sind keine Zeiten, wo wir rankommen. Auch mit den Zoff nicht. Platz 6. Momentan sind wir vielleicht 15, aber wie gesagt, das einzige Fahrzeug, was auf Soft fährt, 42.0. Die ist wahrscheinlich die einzige Medium-bereifte Zeit. Aber wieso, wofür einen Soft-Reifen kaputt fahren? Wenn das eh heute herzlich egal ist. So far our first
fastest lap is a 1:42.0. Und noch 10,5 Minuten. Ja, schau mal, was so auf der Strecke ist. Ha, Nico Hülkenberg zum Beispiel. Den können wir ja mal ein bisschen auf die Finger schauen. Also zumindest versuchen. So, funktioniert es einfacher. Wie gesagt, wir können das Ding jetzt ablaufen lassen, weil es bringt ja nichts, wie gesagt, noch jetzt groß da irgendwie was zu riskieren. Ah, Hülkenberg bricht ab, dann gehen wir jetzt mit Gessler, aber die gehen jetzt wahrscheinlich alle in die Box. So, natürlich brechen sie jetzt alle ab. Das ist Devin Butler. Auch Hamilton wird seine Zeit abbrechen. Wir haben noch 6,5 Minuten. Nein, er fährt seine Zeit jetzt raus. Entschuldigung, natürlich. Der WM-Leader. Wir stehen wahrscheinlich mittlerweile ganz unten. Ja, sag ich doch. Auf den 20, wie gesagt, sind die einzigen Fahrzeuge, die auf Medium probiert haben. Ich denke, von der Zeit her würde man natürlich ein bisschen mit da vorne gehen, aber es bringt halt, wie gesagt, nichts. Wir haben 65 Plätze gewünscht, wir stehen eh in der letzten Reihe auf Platz 20. Daher macht es am Ende auch nicht viel aus.
So, 4 Minuten 20 noch. Der Weltmeister immer noch auf der Strecke. Versucht natürlich jetzt immer noch seine Zeit zu verbessern, um wirklich Safety Pole zu holen. Aber dann überhaupt unser Teamkollegen mittlerweile auf der Strecke. Nur die Mercedes, Vettel und Verstappen und Ricciardo. Jetzt toll. Also nach und nach kommen jetzt erstmal alle auf die Strecke. Jetzt sind auf 2, ist das der Leclerc? We're expecting some rain soon. Expect the first drops in the next few minutes. Na, ist wie gesagt egal. Obwohl, wir fahren eh mit voller Traktion, ne? Sind jetzt die letzten Runden. Weber auf 6, ein achtbarer 6. Platz für den Alpha-Piloten. No. Entschuldigung, dass ich zwischendurch mal gar nicht rede. Ich gucke mir dann einfach die Sachen gerne mal an. Das war gerade eine interessante Sicht. Also die Kollege ist auf der Strecke auf jeden Fall. Wo ist er denn überhaupt? Da ist er. Jetzt hat er die auf Platz 17. Das war's. Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Bottas und Charles Leclerc. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt. Wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Ja, aber wie gesagt, wir haben es ja bewusst abgeschenkt, weil durch die Geschaffe macht es hier nichts aus. Die Pole hätten wir wahrscheinlich eh nicht holen können. Wir versuchen so viele Punkte wie möglich mitzunehmen. Mal gucken, ob es möglich ist. Und dann ab dem nächsten Rennen bis zum Ende so versuchen, nochmal voll anzugreifen, was die Fahrerwerden betrifft. Oder vielleicht irgendwie noch einen Teil betrifft.
Die ist ja noch möglich, aber ich denke, ja, wird wahrscheinlich nicht werden. Aber es war auch nicht zu erwarten am Anfang der Saison. Definitiv nicht. Es ging ja schon erstaunlich schlecht los mit der DSQ in Australien. Und dann kam es noch nach und durch einige Punkte. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten. Wir starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Ich hätte mal schon. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Ich darf ja noch einen Rivalen auswählen. So. Gut, das war's mit dem Qualifying. Wir sehen uns dann wieder morgen um 14 Uhr dann mit dem großen Preis von Singapur mit dem Rennen. Bis dahin und tschüss.